die zusammengebaut 2019 und neben uns steht ein Zwerg. Und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist der Große, der Riese. Mike Fischer, ich grüße dich. Hallo, ich bin der böse Zwerg Mike, genau. Hallo. Mike, du bist wieder da, wie in jedem Jahr. Und in diesem Jahr hast du deine Stadt mitgebracht, die Festivalbühne, aber die Apokalypse ist ausgebrochen. Was ist denn da passiert? Genau, also viele, die zusammengebaut die letzten Jahre verfolgt haben, haben vielleicht schon gesehen, dass diese Story, die ich am Anfang entwickelt hatte, immer ein Stückchen weitergegangen ist und sich immer weiter gesponnen hat in meinem Kopf und ich das hier verwirklicht habe und irgendwann ist ja aller Tage Abend und dann muss auch mal Schluss sein. Und dann habe ich mir halt dieses Szenario ausgedacht, dass jetzt wirklich die Apokalypse eingetreten ist, die Menschheit, so wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Und jetzt herrscht hier, vorher war ja schon Chaos, aber jetzt ist hier totales Chaos. Und ja, wie ihr seht, es ist alles kaputt und in Schutt und Asche. Ich wollte gerade sagen, hat er mit irgendwie ungeliebtes Nachbarskind gespielt? Aber dem ist nicht so, sondern tatsächlich ist hier einiges passiert. Das heißt, der böse Zwerg hat gewonnen? Der böse Zwerg hat dann tatsächlich dann die Glutenbombe gezündet und durch die Glutenbombe ist die halbe Menschheit zugrunde gegangen. Da hat ja jemand Avengers geguckt. Ja. Ich schnipp's hier auch gleich. Also die Geschichte ist wunderbar, aber du hast ja noch etliche Sachen ergänzt. Dazu kommen wir gleich. Also man sieht ja wieder, du ergänzt hier Lego-Sets, fügst sie deinem Layout hinzu, aber hast natürlich noch etliche Steine geändert. Das ist natürlich großartig. Das heißt, wenn die Apokalypse nicht mehr vorherrscht, hast du gut zu tun. Das ist auf jeden Fall richtig, alles wieder zurückzubauen. Ich habe ja, also es ist für jeden interessant, die Videos der letzten Jahre vielleicht mal zu schauen. Denn so sieht man diese richtige Entwicklung. Alles ist wirklich an diesem Ort, wo es auch das letzte Jahr war, nur halt kaputt, zerstört, zerfallen. Oder verwachsen, wir kommen gleich dazu. Ja, also wer halt dann wirklich diese Entwicklung sehen möchte, sollte sich die anderen Videos ruhig angucken. Da sieht man diesen Unterschied. Ich habe das tatsächlich beim Bauen auch manchmal gemacht, dass ich unser Video vom letzten Jahr geguckt habe, weil ich nicht mehr genau wusste, wo war jetzt was oder wie soll ich das jetzt verändern. Dann habe ich tatsächlich einfach unser schönes Video vom letzten Jahr geguckt und alles klar, so mache ich das dann dieses Jahr. Du hast Sachen verändert, wie wir hier eindeutig sehen. Du hast auch noch Sachen ergänzt. Und was natürlich schön ist, du hast auch noch wieder total verrückte neue Ideen. Dazu kommen wir gleich. Aber du hast ja hier etliches an Lego-Sets ergänzt. Gibt es denn ein Set, wo du dachtest, ah, das hast du so gerne, da willst du nichts dran verändern? Das war natürlich die Apokalypseburg. Als das Anfang des Jahres rauskam, war sofort klar, das wird mein Set 2019. Diese Idee von meiner Apokalypse, von meinem Mock, hatte ich schon vor 2 Jahren. Und dann tatsächlich kommt dann diese ersten Teaser von den neuen Sets und dann auf einmal sehe ich diese Freiheitsstatue, die an Planet der Affen angelehnt war. Wo ich dann dachte, wow, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Super, das muss ich haben. Ich habe dann ein bisschen gewartet, ob es irgendwie günstiger bekommen wird. Das war nicht der Fall. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr vorbeigehen. Es war, das Set, super. Also das hat so Spaß gemacht, das Set zu bauen. Das Set hat sich für diesen Preis 100%ig gelohnt. Und da habe ich dann auch, musste ich auch nichts mehr verändern. Wir verlinken ein paar Videos. Zum einen unten in der Beschreibung unsere ersten Gespräche, Interviews, letzten Jahre und auch das Interview mit Justin Ramsden, denn der ist der Designer, kenne ich gut in Billund und er hat auch erzählt, er hat seit Jahren auch schon vorher als Masterbuilder gearbeitet und darum ist er so gut in diesen Gesichtern. Das ist ja fantastisch, wie auch das Gesicht sich abzeichnet. Ja. Dann müssen wir hier noch gucken, das ist großartig. Ich bin ja alter DuckTales-Fan. Ich habe ja Taschenbücher gelesen, verschlungen, natürlich. Wir sind alle lustig. Ja. Und du hast hier einen Geldspeicher und wie kommt man auf die Idee, das hier zu gehen? Das ist neu. Das ist in der Tat neu. Als die vorletzte Minifiguren-Serie rauskam, da waren ja Tick, Trick und Track und Onkel Dagobert dabei und ich habe an dem einen Tag Onkel Dagobert bekommen. Ich bin kurz um nach Hause, habe mir alle gelben und blauen Steine rausgesucht, die ich hatte. Die Rückwand gab es da noch nicht und habe dann wirklich sofort diesen Geldspeicher gebaut. Die Fenster habe ich später integriert in das Licht, damit man auch reinschauen kann. Aber ich musste diesen Geldspeicher bauen. Das war am ersten Tag, wo ich diese Figur hatte. Matthias kann einmal reinfilmen, denn du kannst auch das Dach abnehmen, ne? Richtig? Da kann man noch einmal rein. Dann ist auch Gold drin. Da sind wir ganz neidisch. Ja.
Einmal das Büro von Onkel Dagobert und natürlich rechts kann er in seinen Goldtalern baden. Ja, so muss das sein. Also ich sehe schon, da ist all das Gold von Lego, das du investiert hast, um das alles hier zu bauen, vermute ich mal. Wir sind ja alle steinreich. Ja, das sind wir. Hast du wieder deinen Monitor dabei, wo die Geschichte auch noch den Besuchern erzählt wird? Und ich sehe schon, das Thema Harry Potter ist an dir auch nicht vorbeigegangen. Nein, also dieser Bereich ist in der Tat komplett neu. Nach den vorigen Gebäuden davor, nach der Bowlingbahn, war beim letzten Jahr Schluss. Und wir hatten ja drüber gesprochen, du wolltest mir mehr Tische zur Verfügung stellen. Ich hatte gedacht, alles klar, da gibt es dann auch eine gute Seite, wo was böse, wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und man kommt in diesen Bereich nur durch ein Portal, ein Stargate. Und zwar, aber der Haken ist daran, nur mit reinem Gewissen. Also hier kommen jetzt diese Zombies, können nicht durch dieses Portal. Die Idee war eigentlich noch ausgefeilter. Hier sollte noch mehr Märchenland entstehen, ein bisschen Gebrüder Grimm. Rotkäppchen habe ich, aber hier sollte noch, und Froschkönig auch, aber es sollte noch mehr passieren. Die Zeit, weiß jeder Mocker, Zeit und Geld ist immer knapp. Und dann habe ich es ein bisschen aufgefüllt. Was mir aber auch in den Sinn kam, Rotkäppchen habe ich kombiniert mit dem Film Oben. Denn die Frau Großmutter wohnt in einem kleinen Haus, da können wir gleich hingehen. Und da ist dieser Heißluftballon aus dem Pixar-Film Oben. Sehr schön. Also auch da können alle Steine verbaut werden, die man noch über hat, denn du hast ja wirklich hier viel verbaut. Genau. Und was natürlich auch super war mit der letzten Minifiguren-Serie, es gab ja Oz-Figuren, also hier vorne, Dorothy und der Löwe und die Vogelscheuche und der Blechmann. Da habe ich diesen gelben Ziegelsteinweg noch gebaut, der zum Schloss zum einen führt. Das Schloss ist aber von Star Wars Figuren belagert, die sich hier einen Darth Vader zurecht machen. Und der andere Weg führt zum Vulkan, wo Frodo den Ring in den Vulkan schmeißt. Also ich will ja nicht sagen, aber selbst die gute Seite ist bei dir etwas gräulich. Ich bin ja auch der böse Zwerg Mike, wo es in dieser, um den es in dieser Geschichte geht. Also ja, also genau, meine gute Seite hat immer etwas Schlechtes. Da haben wir ein tolles Sommergewinnspiel gemacht und toll deswegen, weil so viele tolle Einsendungen kamen und du hast auch mitgemacht und ich fand deinen Entwurf klasse. Sag was zu, das haben wir auf Zusammengebaut schon gezeigt, aber es ist ein richtig cooles Szenario. Auch wieder mit Portal. Ja, also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, als diese Idee oder diese Sache von euch rauskam, habe ich gesagt, okay, du hast jetzt nur böse Sachen, nur dunkle Sachen gebaut. So ein Sommer-Layout ist vielleicht eine schöne Abwechslung. Und dann habe ich mich dran gesetzt. Am Anfang hatte ich noch keine Idee. Ich hatte aber schon das Portal für mein Märchenland. Okay. Also habe ich gedacht, ohne Idee wollte ich nicht mitmachen. Also ich habe ein, zwei Tage überlegt, was mache ich, aber ich wollte nicht nur einfach einen Strand machen, ich brauchte die Idee dahinter. Und dann habe ich das Portal entdeckt, das ich schon gebaut hatte. Und dachte, okay, der Weihnachtsmann bringt an Heiligabend den letzten Kindern seine Geschenke, ihre Geschenke, und geht dann mit Sohn und Frau in den wohlverdienten Sommerurlaub durch sein Stargate. Deswegen Winter, Sommer. Und das hat mir wirklich so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich das wirklich an drei Abenden immer wieder verändert hatte. Ich hatte es fertig. Am nächsten Tag bin ich wieder in mein Lego-Zimmer und habe es abgerissen, noch wieder neu, erweitert, vergrößert, mehr Details. Ja, also es hat Spaß gemacht. Es sieht auch richtig klasse aus. Insofern auch das natürlich ein Lichtblick und es ist alles, weißt du, positiv benannt, aber es ist wirklich natürlich schon mal helle Farben zu sehen. Und auch hier ist dann mit der Elektrizität nicht mehr alles richtig. Da sehen wir dann natürlich noch oben genau den großen Ballon. Also dort hebt es, heißt es wirklich dann abheben in die Lüfte. Genau. Also Rotkäppchen ist auf dem Weg zur Großmutter. Der böse Wolf wartet auf sie. Und ja, vielleicht schafft es ja die Großmutter zusammen mit dem Ballon einfach diesem Ganzen zu entfliehen. Rotkäppchen wird es vielleicht nicht schaffen, aber die Großmutter wird entkommen. Wir sind ja alle Puristen. Aber man darf auch so ein paar Ausnahmen haben. Du hast dich dazu entschieden, wegen der Atmosphäre ein paar Sachen zu bekleben. War das für dich eine einfache Entscheidung? Hast gedacht, darf ich das? Also man darf, ist klar, aber wie war so dein Gedankengang diesbezüglich?
Mein erster Gedankengang galt dem Stadion. Und zwar wollte ich meine Stadionkästen nicht komplett abreißen, weil da die ganze Technik hinter ist. Und dann war ich tatsächlich auf einem Festival, auf einem Musikfestival, und da waren wirklich diese Wände beklebt. Das war so ein bisschen endzeitmäßig. Und da dachte ich, okay, das mache ich auch. Diese Gebäude hier hinten, das ist eigentlich nur aus der Not rausgeboren, denn irgendwann ist die Zeit wirklich weggerannt. Ich habe ja mich so verrannt in viele Ideen. Ich habe so viele Ideen noch auf dem Kasten gehabt, die ich gar nicht unterbringen konnte, weil die zusammengebaut immer näher und näher gerückt ist. Und also diese 3-4 Gebäude, die ich jetzt beklebt habe, war einfach der Zeit geschuldet. Und das ist aber nicht schlimm. Im Gegenteil, es sieht alles zusammengenommen richtig klasse aus. Die Niagara City ist dann auch noch da. Und natürlich, man sieht hier die Diner. Du, wenn das Mike Seike und Jamie Brad sehen, du, mein lieber Gesangsverein. Mit dem Diner habe ich tatsächlich angefangen. Das war mein erstes Gebäude, als es dann rauskam. Das war das erste Gebäude, wo ich dann gesagt habe, alles klar, hiermit fange ich an. Ich baue es erstmal normal auf, als es im Januar rauskam. Und dann war es auch das erste Gebäude, das ich kaputt gebaut habe. Und so hat alles dann Anfang genommen. Nach und nach habe ich dann die anderen Gebäude kaputt gebaut. Und hier sehen wir, auch eigentlich der Zeit geschuldet, dass dieser Bereich noch komplett ganz geblieben ist. Hier ist diese Endzeit nicht eingetreten, denn die Chinesen haben wieder ihre Mauern gebaut, ihre berühmten, und haben die Apokalypse abgewehrt. Also hier in diesem Bereich ist alles in Ordnung, aber auch nur, weil ich nicht mehr die Zeit dazu hatte. Aber trotzdem, Notlösungen müssen nicht die schlechtesten Lösungen sein. Nein, auf keinen Fall. Also es war dann wirklich dann halt, okay, ich brauche noch mal ein paar 100 Steine für die Mauer. Die war dann schnell bestellt und die Mauer ist dann schneller gebaut, als die Häuser zu zerstören. Genau, eine Notlösung, die aber dann sich für in meinem Kopf, es muss sich immer alles in meinem Kopf ein bisschen logisch anfühlen, und das war dann für mich völlig okay. Es ist völlig okay, von meiner Seite aus zumindest. Und jetzt haben wir hier das ehemalige Beach-Szenario, und du hast gesagt, alles ist geblieben, aber eins fehlt. Wir hatten im letzten Jahr den kleinen Battle bezüglich deiner Kartstrecke, wo ich sage, Mike, ich baue dir eine, ich habe auch noch gar nicht geschafft. Aber wo ist die Kartstrecke hin? Die Kartbahn war dann wirklich, also musste über den Jordan gehen. Eigentlich wollte ich sie ein Stückchen noch lassen. Aber dann hat mir dieses Szenario, dieses an Mad Max-Film angelehnte Szenario, ist dann auch tatsächlich erst letzte Woche entstanden. Und ich wusste nicht, wie ich diese Fläche befüllen soll. Mir sind teilweise ein bisschen manchmal die Ideen ausgegangen. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen. Und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dass nachher wirklich kein Platz mehr für diese Kartbahn war. Ich wollte sie ein bisschen zerstört auch bauen. Die musste weg. Diese Donnerkuppel von Mad Max hat dann Spaß gemacht. Das gestrandete Schiff, also dieser See, der hier war, dieses Meer, ist ausgetrocknet. Dieses ganze Szenario hat nachher wirklich richtig Spaß gemacht. Bevor wir gleich zum Finale kommen, lass uns jetzt eine Vereinbarung treffen. Nächstes Jahr zusammengebaut, sehen wir uns natürlich wieder. Bringt jeder 2 Baseplates, graue Baseplates mit der Kartstrecke, und wir fügen sie zusammen. Alles klar. Super. Kartstrecke 2020, Mike Fischer, anderes Leben an. Kooperation. machen wir. Festgehalten. Ist auf Tape. Und jetzt noch hier der finale Blick. Also das war der Rummelplatz. Und dort, wie gesagt, sehen wir schon etliche Raketen. Also da haben wir Batman Movie. Wir haben die neuen Sets von Overwatch. Also auch da bedienst du dich nach Lust und Laune. Auf jeden Fall. Es ist so, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass diese Mischung super ist. Aus Fantasie, aber auch was Lego einem vorgibt, was sie rausbringen. Und hier ist es so, dass dieses Szenario so ein bisschen schrottplatzmäßig ist und die ganzen Astronauten versuchen, von dem zerstörten Planeten zu entfliehen, wegzukommen. Sie wollen einfach nicht mehr hier leben. Aber wie man auf den ganzen abgestürzten Raumschiffen, die überall verteilt ist, sieht, haben sie es bis jetzt noch nicht geschafft. Sie sind immer gescheitert an irgendwas. Und in der Mitte, wo vorher viele Besucher waren, herrschen jetzt Donald Trump und Frau Merkel zusammen und haben ein Braunkohle-Energiegewinnung-Fabrik. Und unsere ehemaligen Kino- und Fernsehhelden müssen in diesen Tunneln und in dieser Fabrik arbeiten. Und natürlich, hier wird die ganze Energie für die komplette Stadt erzeugt. Dadurch erkaufen sich Merkel und Trump einen gewissen Vorteil. Also die Geschichten gehen dir nicht aus. Nun bist du
zum vierten Mal dabei. Bei der ersten zusammengebaut kamst du ja, die Geschichte ist legendär, ich will eine Festivalbühne bauen. Die hast du gebaut. Wir haben die Stadt wachsen sehen. Wir haben sie jetzt erlebt, wie die Apokalypse eingetreten ist. Nächstes Jahr, die zusammengebaut 2020, sehen wir uns natürlich wieder. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Das ist klar. Ganz klar. So, aber was passiert? Was erwartet die Besucher im nächsten Jahr? Bevor überhaupt, das muss man noch ergänzen, wir haben das Video diesmal vorher gemacht, bevor die Besucher kommen, weil letztes Jahr war es sehr schwierig mit dem Andrang. Du bist immer umlagert. Aber was ist nächstes Jahr? In der Tat gehe ich nächstes Jahr 5 Schritte wieder zurück. Mit diesem Thema schließe ich ab. Es ist so ein bisschen ein weinendes und ein lachendes Auge. Denn ich sehe es heute wirklich auch zum ersten Mal komplett zusammengefügt. Und ich kann sagen, dass ich doch ein bisschen stolz bin. Zu Recht, mein Lieber, zu Recht. Und ich, also eben als ich mal einmal rumgegangen bin, das war wirklich das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Und nächstes Jahr habe ich ein Versprechen gegeben, dass ich mich ein bisschen wieder verkleinere meiner Freundin gegenüber. Meine Familie und Freundin, die mir immer viel helfen. Aber was natürlich auch viel Arbeit bedeutet. Ich will ein bisschen kleiner werden und ein komplett neues Thema anfangen. Was kann ich noch nicht verraten? Es schweben mir 1-2 Sachen vor. Ich werde mich dann für eins irgendwann zeitnah entscheiden. Aber mit diesem Thema Endzeit, Zwerg Mike, Festival soll dieses Jahr endgültig, und endgültig kann man nie sagen, soll aber erstmal Schluss sein. Aber unter 8 Tischen machen wir es nicht, oder? Wir werden sehen. Oh, man sieht schon, es gibt auch mal Vorgaben von zu Hause. Lieber Mike, du bist immer willkommen und sei es eine kleine, 2 Baseball große Mario Kart Strecke. Ich danke dir fürs Kommen, es ist eine super Geschichte. Wir sind so froh, dass wir dich kennen, dass du das den Leuten hier zeigst. Insofern Mike Fischer zum 4. Mal dabei. Es ist mir eine große Freude. Ich bedanke mich. Es macht immer wieder Spaß und es lohnt sich, sich auch ganz viele verschiedene Sachen hier anzugucken, sich ganz viel Input zu holen. Also ich bin wirklich froh, dass ich durch die zusammengebaut eigentlich erst wieder dieses Lego-Thema entdeckt habe, das ich ja wirklich jahrelang an die Seite geschoben habe. Also es macht immer wieder Spaß, mit den Leuten hier zu sein. Mike Fischer, vielen Dank dir. Tschüss. Danke, tschüss.